So, und weiter geht's mit Let's Play 4-2-3-5-1. Ich wollte die Zahlenreihe nur ein bisschen erhöhen. Alles klar, wo waren Sie? Warum sie weint. Ihre Babys. Sie durfte sie nicht mal anfassen. Ja. Du versuchst einer Frau zu helfen, die um ihre Babys weint, die sie nicht mal anfassen durfte. Dir ist schon klar, wer das ist und warum zum Teufel läuft die Decke hoch? Na toll. Ich habe schon gehört, dass Frauen ihre Zeit haben, wo sie an die Decke gehen, aber so wörtlich hätte ich das mir niemals vorgestellt. Naja, egal. Wenigstens passt die Farbe dazu. Okay. Aber, ja, Alma weint um ihre beiden Söhne, den Pointman und Faxton Petal. Oder Faxton Petal. Ich drehe gerne Buchstaben rum. Aha. Stromzufuhr zwischen Türen und Röntgenapparat wechseln. Jetzt sind wir auch noch Techniker. Hoho, Isaac Clark lässt grüßen. Haben wir jetzt was Tolles gemacht? Möp. All clear. Open. Locked. Was bringt mir das? Oder was schadet mir das? Oder was ist da eben für eine Tür aufgegangen? Warum ist die Mauer so sensibel auf einmal? Da muss ich mich umgewöhnen. Ach, das geht schon. Hallo? Vergessen die einfach ihre Jacken hier. Wo bin ich? Ach, cool. Hi. Oh, oh. Die Sache ist immer die. Bei solchen Rätseln denke ich meistens zu kompliziert. Hört sich komisch an, aber es ist wirklich so. Ich glaube, ich habe keine Ahnung, was mir das bringt. Wenn ich so lebendig operiert werde, Leute. Oh, ne. Geht's irgendwie wa. Oh! Weg von ihr! Sie gehört mir! Was? Ich will meine Babys wieder zurück. Ja, das ist Alma in ihren ganz besonderen Stimmungen. Nicht weiter beachten. Die ist nicht immer so. Nein. 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 Also ich hoffe zumindest, dass sie nicht immer so ist. Nicht, dass ich schon mal gesehen hätte, aber sie ist vielleicht nicht immer so. Diese Xe haben doch bestimmt was zu bedeuten. Ja, alles klar. Alles klar. Warum nicht? Lalalala. Miep? Miep. Okay. Miep, miep heißt so viel wie. Hi. Medikit voll. Oha, voller Medikit-Vorrat. Miep, miep. Lass mich raten, von hier kommen wir. Nein, speichere Daten. Bitte Computer nicht ausschalten. Hoho, wie ich es beinahe getan hätte. Sergeant Morales. Project Harbinger. Manuel Morales. Paragon-Untersuchungsergebnis. Körperlich hervorragend. Mental hervorragend. Telästhetisch durchschnittlich. Aufgrund des marginalen telästhetischen Potenzials und der hohen Intelligenz des Probanden wird der Proband schwer zu kontrollieren und dem Programm nur von mäßigem Nutzen sein. Empfehle jedoch, ihn als potenziellen Forschungskandidaten in der Einheit zu behalten. Harbinger Status Reserve. Okay. Bitte, hören Sie! Das kann doch ein Fehler sein! Ganz sicher!
Ich glaube, er hat sie überzeugen können. Naja, bewegt euch mal. Ja, bewegt euch. Hopp, hopp. Schneller. Oh, ja. Ganz genau. Helles Köpfchen. Ganz helles Köpfchen. Ja. Panzerweste. Dankeschön. Mensch. Leute, wenn es irgendwo mal auf irgendwelchen Billigseiten Gehirne zum Verkauf gibt, dann kauft die doch nicht gleich ohne mit der Bimmel zu. Na? Jede Menge Bonbons, jede Menge leckere Bohnen. Ich brenne, gebrannte Bohnen, leckere gebrannte Bohnen, nom 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 nom. Nochmal so eine. Was machen die mit den Leuten? Ich hoffe mal, die waren schon tot, als das passiert ist. Alles andere war ja pervers. Schroti, ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt nur Soldaten sind hier. Was ist denn das? Kamera! Darf ich die auch mitnehmen? Darf ich Aufzeichnungen von meinem Tod machen, wenn ich dann dadurch sterbe, weil ich die Kamera dabei habe? Das wäre toll. Ihr kleinen Lurche. Die können sogar malen, guck mal. Schlaue kleine Lurche. Und? Wie geht's? Ich hoffe gut. Gut? Gut, gut? Ich halte den Tost auf der Kaltlupenpaste gedrückt. Genau dafür. Ja, weg. Bäh. Bäh. Hat so ein Gesicht, ey. Sau. Boah, ihm nichts zerplatzt. Warum nicht? Ja, aber ich halte mal die Zeitlupentaste direkt auf Anschlag. Ich soll auch sehr viele Injektionen, sehr viele Booster übersehen haben beim letzten Mal. Ich versuche die Augen weiter aufzuhalten, aber mehr kann ich nicht versprechen. Habinger Misserfolg. Ohohoho. Bericht zum Aktualisierungsprozess Proband D8106. Genehmigter Habinger Kandidat. Ach, lesen wir es einfach mal. Woche 1. Proband zeigt leichte Steigerung der Reflexe und erste Anzeichen von Kompatibilität mit der angestrebten telepathischen Frequenz. Woche 2. Verbesserung der Reflexe und der Telepathie hält an. Der Proband zeigt leichte Anzeichen einer Psychose, darunter Paranoia und Halluzination. Woche 4. Proband zeigt schwere Reaktionen auf die Behandlungssitzung. Notfallkombinationsmaßnahmen wurden eingeleitet. Woche 5. Scans deuten auf eine Schädigung der Großhirnrinde hin, die zu Einschränkung der logischen Funktion und einer teilweisen Rückentwicklung des Probanden in einen animalischen Zustand führen können. Es treten extreme physische Nebenwirkungen auf. Das heißt, derjenige wird zum Affen. Yippie! Das ist auch toll. Aber gut, wenn dieses Harbinger-Projekt die Reflexe verbessert, dann könnte ich es jetzt doch noch nachvollziehen, dass wir Pointman-ähnliche Zeitlupe haben. Was habt ihr mal mit euren komischen Rubbeltischen? Das ist doch Wahnsinn. So. Darf ich da nicht runter? Also. Ist aber nichts, oder? Ah, Reflex-Booster. Dankeschön. Wumms, wumms, wumms. Ja, nee. Ja, hier brennt es ein bisschen. Ansonsten alles noch gut und... Nee, oder? Ihr sagt mir jetzt nicht ernsthaft, dass ich von hierher gekommen bin und ich jetzt wieder im Kreis laufe. Dann werde ich aber ziemlich wütend. Ich bin jetzt nicht im Kreis gelaufen, oder?
Alter, ich bin tatsächlich im Kreis gelaufen. Ich pack's nicht. Und wie komme ich jetzt lang? Schalter? Ja, Knopf drücken natürlich. Ja, macht Sinn. So, lasst mich hinein. In eure warme Stube. Ich glaube, ich sollte mal wieder den Knopf nach oben drücken, oder? So, wäre empfehlenswert. Tschüss. Wenigstens hat der Aufzug eine gute Heizung. Erreichen Sie das Erdgeschoss bevor? Bevor was? Erreichen Sie das Erdgeschoss, bevor Ihr Aufzug oben angekommen ist? Was? Oh. Das ist eine Hardcore-Treppensteige. Hi. Pupsi. So. Schützen jetzt wirklich das Gitter? Nee, doch, ich hätte mich nicht gewundert. Granada. Hier ruckelt's hier. Okay. Für euch mal die besondere Behandlung. Ah! Verdammt! Welcher Arsch? Da oben. Mitten in den Hintern reingeschoben, die ganzen Kügelchen. Egal wie er gestorben ist, auf jeden Fall mit großen Augen. Ja, mach die Tür zu, das hilft dir. Keine Sorge. Ich kann mal. Ich kann mein Medipack nehmen, oder? War jetzt zwar nicht so viel, aber. Ausreichend. Genug. Finde ich. Weil hier kriegen wir gleich ein neues und unser Vorrat ist eh voll. Ja, und nun? So ein Gesundheits. Injektion. Ach, darunter. Na gut, alles klar. Es gibt hier kein Quicksave, stimmt ja. Hallöchen. Dampf, 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 Dampf. Oh, bom, 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 bom. Das wird eine ganz coole. Na komm. Ja, brav. Dankeschön. Ach, das sind noch mehr. Ach, da waren noch mehr. Lululululu. Bum, bum, brenn, brenn, brenn. Bum, bum, bum. Schieß, schieß, schieß. Gott, tu doch ein Mann in meinem Alter nicht sowas an. Oh, mein Rücken. Mein Herz. Meine Haare. Oh, meine Haare tun so weh. Oh. Oh, rüttel, rüttel, rüttel. Boah. Oh. Ah. Sunny? Zu spät, würde ich sagen. Es sei denn, die Leute können hier im Battlefield-Manier mit Defibrillator rumrennen und alle wieder aufstehen lassen. Das wäre seltsam. Irgendwas Leckeres hier irgendwo? Panzerung, ja okay, das ist ja schon mal ein bisschen lecker, aber ich suche jetzt so Sachen wie Booster. Wir haben jetzt zweimal einen Reflexbooster bekommen insgesamt, aber noch kein einziges Mal Gesundheit. Ich würde es begrüßen. Wenn ihr heiliges Spiel in eurer Durchdümmtheit mir neue Booster-Injektionen geben könntet, mein Herz wäre entzückt von dieser hervorragenden Leistung. Wäre dies eine Möglichkeit, o heiliges Vier? Man kann es ja nicht zufällig übertreiben oder sowas, nein.